Heute zeige ich euch einmal das Johanniskraut. Das hat nämlich im Juni, es heißt eigentlich erst ab Mitte Juni, aber bei uns hat es jetzt schon Anfang Juni, wahrscheinlich weil es auch sehr warm und sonnig war, schon das Blühen begonnen. Und das Johanniskraut ist jetzt auch eins der Kräuter, das schon mit vielen Sagen auch verbunden ist. Der Namensgeber von dem deutschen Namen Johanniskraut, das soll der heilige Johannes sein. Und dennoch wird aber die Pflanze mit I geschrieben, also Johanniskraut. Und weil der Blühbeginn eben im Juni ist, machte es das für unsere Vorfahren es zum Symbol für die eingefangene Sonne. Und die Kelten, also ein heidnischer Brauch, wurde ja diese Sonnenwendfeier gefeiert am 21. Juni. Und an diesem Tag wurden dann die sogenannten Johanniskräuter, und das, also früher hat man das eben anders, erst seit der Christianisierung hat man das dann Johanniskraut genannt, aber und dann 3 Tage den Tag verlegt, also zu Ehren des heiligen Johannes dann einen Tag draus gemacht. Aber unsere Kelten feierten die Sonnenwendfeier und die sammelten eben dieses Kraut für ihre Sonnenwendfeier. Unter anderem eben auch andere Kräuter, die man dann ja heutzutage dann auch also Johanniskräuter nennt. Aber gemeint ist jetzt bei mir hier dieses Hartheu Johanniskraut. Aber beiden, die Kelten weiden diese Pflanze, und da wird auch wieder die Verbundenheit mit der Sonne klar, weiden es dem Gott der Sonne, und zwar dem Baldur. Und sowohl dem beiden ereilte ähnliches Schicksal, also verbindet es auch wieder mit dieser Pflanze, da sage ich gleich noch mehr dazu. Und zwar wurden beide getötet. Das ist also das ähnliche Schicksal, was sie ereilte. Und das rote Öl, was man hier sehen würde, wenn man diese Blüte zum Beispiel zerreibt, dann kann man sehen, dass da eine rote Flüssigkeit austritt. Das ist das Hyperizin. Und dieses Hyperizin in dem Pflanzen, also dieses Rote, das sollte gleichzeitig auch, also eine Symbolik für, also sollte darauf hinweisen auf diese 2 Märtyrer, eben aber auch auf diesen Lebenskraft des Blutes. Wenn man sich die jetzt näher betrachtet, diese Blüten mit ihren 5 Blütenblättern, dann sehen sie aus wie kleine Sonnenräder, und diese ziemlich langen und vielen filigranen Staubbeutelchen, nennt man die so, Staubbeutelchen, die sehen aus wie, oder Staubblätter, die sehen aus wie sprühende Funken. Und die Alten, also unsere Ahnen oder Vorfahren, die sahen darin die eingefangene Sonne. Und ich habe euch ja jetzt gerade schon eine Blüte zerrieben, und dann sieht man, hat man ja diese roten Finger gesehen. Und wenn man sich jetzt da ein Blatt nehmen würde, das wäre auch ein Merkmal vom Johanniskraut, und würde es gegen die Sonne halten. Ich weiß bloß nicht, ob es funktioniert, ob man das sehen kann. Also ich kann es am Display nicht erkennen, aber ich habe ein Foto davon gemacht, und das werde ich euch noch mit ins Video geben. Also man müsste hier eigentlich kleine lichte Löcher sehen, also so, als ob jemand mit der Nadel ganz viele Löcher reingemacht hat in das Blatt. Und das, das sind transparente Öldrüsen von diesem Hyperizin. Also in dieser ganzen Pflanze ist die Kraft der Sonne gespeichert, also aufgenommen, total verinnerlicht und in diesem roten Hyperizin dann gespeichert.
da gibt es auch eine Sage dazu, zu diesen Löchern in den Blättern. Das soll eigentlich vom Teufel mit seinem Dreizack aus Wut reingestochen sein, weil er um die Macht dieser Pflanze wusste und sie und dann aus Wut da einfach reingestochen hat. Also so die Sage dazu. Also dieses Johanniskraut, dem wird immer die Kraft des Lichts zugesprochen. Also hat sie die Sonne ganz in sich eindringen lassen und in diesem roten Öl gespeichert. Und somit kann es eben uns auch helfen, sich dem Licht wieder zu öffnen. Wenn zum Beispiel unsere Seele recht dunkel und schwer ist und nur noch schwarz sehen kann. Und sogar wissenschaftlich ist es wohl bewiesen und bestätigt, dass der rote Farbstoff die Zellatmung aktivieren und Sauerstoff in die Zellen abgeben kann. Jetzt möchte ich euch noch ein weiteres Merkmal von dieser Pflanze zeigen. Ich zeige die auch einmal von Weitem, dass man überhaupt sieht, wie die so wächst. Das kann man nämlich auch schon von Weitem dann erkennen. Auch mit diesen verblühten, etwas bräunlicheren Blüten dann. Der Stängel, der ist recht fest, also man kann die kaum so abmachen. Man müsste fast Schneidwerkzeug mitnehmen. Und es fängt unten schon leicht zum Verzweigen an. Die Blätter, die sind immer am Stängel dran gewachsen. Also sie haben zwar Abzweigungen, aber an den Abzweigungsstängeln sind eben die Blätter auch direkt am Stängel dran. Haben so eine leichte Eiform, sehr schmal geschnitten. Längs laufende Adern, ich gehe mal extra davor, das sieht man es besser. Man könnte sagen, sie sind kreuzgegenständig, also immer paarig gegenüberstehend und in der nächsten Etage dann im 90-Grad-Winkel genau dasselbe wieder. Es gibt ja verschiedene Johanniskräuter, aber das echte Johanniskraut, das Tüpfelkraut, ist eben das, das diese ganz vielen Durchlöcherungen hat. Deswegen heißt es nämlich auch Perforatum. Ich muss mal gucken, wie es ganz heißt. Hypericum perforatum. Hypericum eben auch, weil das Hypericin ja dieser Wirkstoff ist. Und man sieht, dass die Pflanze ziemlich weit unten schon das Verzweigen anfängt, oben dann noch mehr und an den Verzweigungen mehrere Blütenstängel kleine sind, an denen dann mehrere Blüten wachsen. Was fällt mir jetzt noch ein dazu? Ich habe mir das diesmal echt ein bisschen aufgeschrieben, damit, weil es so viel gibt, darüber zu sagen. Ach ja, ich war ja beim Stängel. Genau, den Stängel wollte ich euch noch erzählen. Den kann ich wahrscheinlich jetzt gar nicht so genau zeigen. Da ich eh sammeln will, versuche ich den mal abzumachen. Ach, es geht. Und zwar hat der vom echten Johanniskraut, das ist ganz selten bei Pflanzen, sieht zwar rund aus, aber hat hier und hier eine Kante. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Johanniskrauttee aus der Apotheke holen würden, dürften sich da keine vierkantigen Stängel im Tee befinden. Das wäre dann nicht das echte Johanniskraut. Also wenn man da mit dem Finger drüber fährt, manchmal habe ich in den Fingern nicht so viel Gefühl, dann mache ich das oft mit den Lippen und fühl dann den Stängel. Und der hat zwei Kanten. Der hat hier eine und hier. Ich weiß nicht, ob man das wirklich sehen kann in der Kamera. Ich drehe die mal, vielleicht kann man sehen. Meine Augen sind einfach nicht so gut, dass die das auf dem kleinen Display erkennen können. Sehe ich meistens immer erst, wenn ich dann auf dem Bildschirm das Video bearbeite. Also das wäre eben auch ein Merkmal, die löchrigen Blätter, die direkt am Stängel wachsen und diese, ja, wie sagt man dazu, gibt es doch diese zum Pusten, die kleinen Windrädchen da, die man als Kind vielleicht mal gehabt hat. So, an sowas erinnert mich das. Es gibt ja verschiedene Anwendungsgebiete fürs Johanniskraut. Da kann man als Tee, Tinktur,
oder auch als Öl verwenden. Für einen Tee sammle ich das ganze Kraut, also mit Stängeln, mit Blättern, binde die zusammen in kleinen Büscheln, hänge sie auf und lasse sie dann schattig im Schatten trocknen. Und dann zerkleinere ich sie und bewahre sie meistens entweder in einer Papiertüte oder ja, in einer Stofftasche auf. Und laut Naturheilkunde, also die Wirkungen, ich kann immer nur überliefern, also weitergeben, was ich halt in den entsprechenden Büchern gelesen habe. Aber zwischendrin muss ich euch jetzt mal die fleißigen Bienen zeigen. Da sind noch relativ wenig am Werk. Die haben schon hinten alles voll mit diesen Pollen. Also ihr seht, die Pflanze ist auch eine Bienenweide. Also für Bienen wirklich eine wichtige Pflanze auch. Da geht es wirklich hoch her hier. Also wie gesagt, das tue ich dann in der Stofftasche aufheben. Und eben, wenn ich euch was von Wirkungen erzähle, dann sind es einfach Weitergaben von Büchern, aus denen ich das gelesen habe. Also ich gebe da keine Gewähr dafür. Da musst du dann selbst auch immer deinen Arzt befragen dazu. Aber was ich dazu gelesen habe, zu der Wirkung, das ist, also gerade jetzt hat als Tee oder als Tinktur eingenommen, hat es eine ausgleichende Wirkung, eine antidepressive Wirkung und die Wirkung, die erfolgt über eine Anregung der Ausschüttung des Hormons Melatonin. Eine weitere Anwendung, die ich gerne mache und die, da wo ich wirklich auch mitreden kann, weil ich da Erfahrungen damit habe, das ist das Öl. Ich weiß nicht, ob ihr das Rotöl kennt. Und zwar nehme ich dafür ich sammle die wirklich auch schon vor dem 21. Juni, aber man sagt der Pflanze nach, dass sie also die höchste Wirkkraft am 21. Juni in der Früh gesammelt haben soll. Und fürs Öl nehme ich ausschließlich die Blüten. Also ich habe mir das einfach auch angelesen, dass man dafür halt eher die Blüten nimmt. Die sammle ich, tue sie in ein durchsichtiges, kein dunkles, sondern ein durchsichtiges Schraubglas und fülle das Ganze dann mit einem guten, kaltgepressten Olivenöl auf. Das ist auch die Empfehlung vom Rudolf Breuß, der diese Breuß-Massage erfunden hat, die er dann einsetzt bei Bandscheibenproblemen, Rückenproblemen. Das ist also eine Massage für die Seele und für den Körper, also für seelische und körperliche Verspannungen. Und der empfiehlt ausschließlich in Olivenöl das anzusetzen. Und zwar mache ich das Glas gut voll mit diesen Blüten und fülle das dann auf, bis alle Blüten bedeckt sind mit einem Olivenöl. Deckel drauf und dann lasse ich es 21 Tage. Das mache ich bei Ansätzen, ob Tinktur oder Ölen, eigentlich immer so, dass ich die einen Mondzyklus lang an der Sonne stehen lasse. Dann kann ich es absieben und in ein dunkles Glas abfüllen. Und dieses Öl, das habe ich bei mir schon bei Ischias-Nervenschmerzen, bei Muskelverspannungen im Nacken oder wenn ich irgendwelche Verhärtungen habe, dann habe ich das mir selber einmassiert. Ich mache da manchmal sogar noch ein bisschen Tigerbalsam drauf. Allgemein gibt es da noch mehr Anwendungsmöglichkeiten für dieses Rotöl. Das nennt sich Rotöl, weil ihr könnt wirklich sehen, wenn ihr das ansetzt, also in diesem Öl und in der Sonne stehen lasst, innerhalb von Stunden färbt sich das schon rubinrot, dieses Olivenöl. Das ist eben dieses Hyperizin, das dann ans Olivenöl abgegeben wird. Jetzt schauen wir mal kurz nach, was gibt es noch für Anwendungsmöglichkeiten. Genau, zum Einreiben bei Sonnenbrand, bei Verbrennungen ersten Grades, habe ich schon gelesen, bei Rückenschmerzen, Ischiasschmerzen, also Hexenschuss, Nervenschmerzen, Menstruationsschmerzen, rheumatischen Schmerzen, bei Krampfadern, das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst, aber ich probiere es aus, bei Hämorrhoiden, Muskelzerrungen,
oder Muskelkater und zur Linderung auch bei Stößen oder auch zur Dammmassage vor der Geburt. Und dann gibt es noch die Anwendung als Tinktur. Für die Tinktur kann man auch das Kraut und die Blüte verwenden und tut sie sofort in ein dunkles Schraubglas und füllt es dann, also die Blüten und die Blätter, auf mit 45%igem Alkoholschnaps. Also ich nehme da meistens Wodka, wenn ich Tinktur herstelle. Das soll die Nerven stärken, bei Depressionen ausgleichen und bei nervlicher Erschöpfung oder Kopfweh nach Gehirnerschütterung habe ich auch schon gelesen, dass das in der Naturheilkunde so angewendet wird. Oder bei Schlaflosigkeit durch nervliche Erregung oder Anstrengung. Und man könnte das zum Beispiel dann auch, wenn man keine Tinktur oder keinen Tee nehmen will, wenn man da Schlafprobleme hat, die getrockneten Blüten einfach in ein Kissen mit reingeben und da drauf schlafen. Habe ich auch schon gelesen, aber selber halt noch nicht gemacht. Ich, wenn es selber tatsächlich wirklich nur äußerlich ein, ich mache mir jedes Jahr aus den frischen Blüten dieses Rotöl. Zusammengefasst könnte man echt sagen, das Kraut wirkt über die Seele und greift heilend in ihr gestörtes Gleichgewicht ein. Ganz oft lese ich, dass das Wechselwirkungen, also auch wenn man sich Präparate von Johanniskraut holen würde, liest man oft oder hört man oft, dass es Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten hat, zum Beispiel auch mit der Antibabypille oder ich glaube auch mit Blutverdünnern und noch anderen. Da müsst ihr dann wirklich mit eurem Arzt reden, wenn ihr das innerlich einnehmen wollt. Und bei der äußerlichen Anwendung sowie bei der innerlichen kann es zur Lichtempfindlichkeit führen. Für die Haut, dass man viel empfindlicher für die Sonnenbestrahlung ist, was einfach der Wirkweise von dem Johanniskraut zuzuschreiben ist. Weil man ja die Sonne ja, so wie die Pflanze selber die Sonne, das Licht in sich aufnimmt, werden wir da auch empfänglicher dafür und brauchen daher vielleicht auch nicht mehr so ganz stark die Sonnenbestrahlung, weil es viel schneller geht. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe da gestern schon mal einen Start gemacht mit dem Video und wurde da eigentlich von der Katze, die hier in der Nachbarschaft ist, immer wieder weggebracht, weil sie so stark ihre Aufmerksamkeit wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.